Ich erinnere mich an nichts aus den letzten paar Stunden. Ich weiß gar nicht, wie ich hierher gekommen bin. Du musst alle Splitter des Kristalls finden, bevor es zu spät ist. Das erste Bruchstück befindet sich in einem Dorf ganz hier in der Nähe. Einer unserer Dorfbewohner wurde letztens von einigen heimtückischen schwarzen Rittern entführt. Wenn du sie rettest, kriege ich den Kristall. Hallo, wer bist du? Hey ho, hier ist Ronja und letzte Folge wurde uns gesagt, dass wir, wenn wir mehr über die Kristalle lernen möchten, am besten zum Gelehrten gehen und dass der sich im Norden des Dorfes befindet. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg und versuchen hier irgendwie in der Richtung was zu finden. Ich hoffe ja mal, dass das alles gestimmt hat, aber ich meine, warum soll der uns anlügen? Wir sehen hier auf jeden Fall schon mal so eine Art großes Tal, große Grube. Das ist auf jeden Fall. Oh, warte mal, da hinten ist ein Haus. Ich meine, wahrscheinlich ist das Haus gemeint. Denke ich jetzt einfach mal. Da ist natürlich mein Orientierungssinn wieder überragend. Ich bin jetzt mal in der Abenddämmerung noch auf, Morgendämmerung noch aufgebrochen, damit, ja, falls da bewachte Leute sind, nicht zu viele da sind oder falls sie nicht damit rechnen. Man weiß es ja nicht. Ich meine, der wurde ja anscheinend entführt und ja, ich gucke mir das jetzt mal an. Das heißt, hoppala, hier geht's rein. So. Hier geht's erstmal offensichtlich. Hier ist erstmal nichts. Alles klar, hier geht's eine Treppe hoch. Ich gucke jetzt erstmal, was hier in der Etage so ist. Also, hier sind. Ich meine, es ist eigentlich viel nichts. Es ist Erde und kleine Bäumchen. Hier ist eine Grube. Und hier, ich glaube, es bringt nichts, die Leitern hochzugehen. Oder das denkt ihr? Nee. Grüne Fenster, interessante Wahl. Was haben wir hier? Oh, hier ist ein Knopf. Okay. Achtung, Achtung, wir drücken den Knopf. Okay. Noch besser. Hier ist ein Geheimgang. Ich will jetzt nicht, dass der da hinten drin steht, deswegen. Also ich habe mein Schwert gezückt oder ich hab den Bogen gezückt. Okay, ich bin bereit. Okay, hier ist keiner. Das heißt, ab in die Luke. Weiterhin mit dem Schwert gezückt. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt hier einfach Leute sind oder irgendwas Gefährliches. Das heißt, wir gucken uns vorsichtig um. Okay, nein, hier ist nichts Gefährliches. Hier ist nur irgendein komischer Raum mit Oktopussen, einer Kuh, Lamas, einem Schaf und so eine Art Kessel oder was das sein soll. Hier ist zum Glück keiner. Ist in den Kisten irgendwas drin? Ja, gut. Obwohl, nee, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Auf jeden Fall. Und 20 Emeralds. Ja, danke schön. Nehmen wir mit. Was ist denn hier? Okay, davon brauche ich, glaube ich, eigentlich nur die Chestplate und die Äpfel. Das Eisen würde ich jetzt einfach mal hier lassen. Aber die Chestplate könnte ich gut gebrauchen. Ansonsten, was haben wir hier? Melonen. Ich glaube. Warte mal, was passiert, wenn ich den Schalter drücke? Oh, okay, das war ein Lichtschalter. Machen wir. Oh, das sind diese Versuchsräume, sind beleuchtet. Okay, alles klar. Aber hier unten scheint weiter nichts zu sein. Das heißt, wir machen uns wieder hoch. Und. Okay. Hier ist jetzt erstmal nichts, würde ich sagen. Ha. Was habe ich eigentlich so dabei? Ich meine, ich habe neben dem. Ich habe meine Sachen alle in einem kleinen Kasten neben dem Dorf abgelegt und habe die jetzt gerade wieder genommen, nachdem ich aufgestanden bin. Das heißt, was haben wir denn in unserem Inventar? Wir haben Essen, das ist gut. Wir haben Fackeln. Das haben wir in dem letzten Turm gefunden. Jetzt haben wir diese Pfeile. Wir haben. Stimmt, wir haben den Knockback. Aber den habe ich noch nicht benutzen können, weil wir kein Enchantment Table haben. Und genau, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns jetzt erstmal hier weiter um und schauen, ob wir hier irgendwas finden. Ist hier was? Nö, hier ist ein Baum. Okay, hier gibt es ja auch noch irgendwelche Geheimgänge. Ich schaue mal nach Knöpfen. Aber sieht nicht so aus, wenn ich das mal beurteilen kann. Nee, da ist nichts. Hier rechts ist einfach nur ein toter Skelettkopf und weiter nichts. Okay, das heißt, wir gehen jetzt die Treppe hoch. Aber das ist gut, da habe ich mir alles angeguckt. Dann weiß ich, dass wir nichts auslassen. Hier geht's direkt auf so eine Art Balkon. Hier sind keine anderen Eingänge, alles klar. Und was haben wir hier? Das sieht aus wie die Bücherei. Geht's da hinten?
Ich glaube, da hinten geht's weiter. Lass uns mal da hinten weiter hochgehen. Wenn das jetzt nur das zweite Stockwerk von der Bücherei ist, dann... Okay, ist einfach gar nichts. Obwohl, nevermind, noch eine Kiste. Hier ist nichts. Oh, oh, oh. Die Enchantment-Bücher nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Was haben wir jetzt? Schärfe 3 und Protection 3. Das sehen wir doch gerne. Und ein Haufen... die Musikdisk. Okay, noch ein goldener Apfel. Ah, ich habe einen goldenen Enchanted-Apfel, alles klar. Noch mehr Brot. Was ist das? Pflanzenfossil. Okay, das scheint alles Musik zu sein. Das brauche ich jetzt auch nicht zu wenig. Ich würde ein bisschen Gunpowder mal mitnehmen. Kann ja nie schaden. Und... Ach, komm, was soll der Geiz? Ach, ich lasse es hier, ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ich habe sonst nur mein Inventar wieder vollgemüllt. Mit Kram, den ich überhaupt nicht brauchen kann. Und dann geht's wieder los. So, mehr kann ich nämlich... Obwohl, habe ich nicht... Nee. Okay, was in die Richtung? Hier ist erstmal wieder nichts. Hier ist das Bett. Scheint so eine Art Schlafzimmer zu sein. Hm. Okay, ich glaube, ich muss weiter hoch. Ich glaube, da hilft alles nichts. Okay, ist hier jemand? Gucken. Es sieht alles so leer aus. Hier scheint einfach gar nichts weit und breit zu sein. Ich weiß auch nicht, wo der Gelehrte sein soll. Ich meine, okay, ich nehme nochmal die Pfeile mit. Ich habe jetzt zwar noch niemals schießen müssen. Oh, warte, kann ich hier schießen? Bringt das irgendwas? Okay, scheinbar nicht. Vielleicht muss ich auf den anderen noch treffen? Das sind doch Knöpfe, oder? Ah, es sind einfach nur die Lampen angegangen. Okay. 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 Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Na toll. Immerhin bin ich drinne. So, was haben wir hier? Es ist weiterhin einfach super dunkel. Hier ist so eine Art Geburtstagstisch. Enchantment. Kein Enchantment Table, ein Crafting Table. Und weiter hoch geht's. Auf geht's. Oh, ja, hier ist eine Klappe. Okay. Okay, okay, okay. Ich glaub, das ist es jetzt. Ist hier jemand? Ich habe Angst. Hallo? Oh! Warte, hier ist das der Gelehrte? Hallo? Gute Arbeit. Ich war auf einer Expedition, um einen der Kometen, die vor einigen Tagen vom Himmel fiel, zu untersuchen, als ich auf diesen Außenposten stieß. Alles klar? Als ich ihn genauer untersuchte, hörte ich Stimmen und beschloss, mich auf dem Dach zu verstecken. Okay, das macht ja Sinn. Es waren zwei. Einer fiel auf den Boden im Süden des Dorfes und der andere hier. Oh, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Die Legende der Kristallschlüter besagt, dass es vor hunderten von Jahren einen Krieg zwischen Dunkelheit und Licht gab. Die Krieger des Lichts waren stark und entschlossen, hatten aber keine Chance gegen die dunklen Mächte der Schwarzen Ritter. Hm, hat nicht schon mal jemand die Schwarzen Ritter erwähnt? Ich glaube, da wurde mal irgendwas... Irgendjemand hat da was gesagt. Das Mädchen? Helena? Als alle Hoffnung verloren schien, forderte Michael, der stärkste Streiter des Lichts, Horus, den Anführer der Schwarzen Ritter, zu einem Duell heraus. Dort opferte er sich, um einen Kristall zu erschaffen, den die Krieger des Lichts nutzten, um die Schwarzen Ritter aufzuhalten. Alles klar, gut, dann vielen, vielen Dank, dass du mir das alles erzählt hast. Das hilft mir sehr viel weiter, also... Es ist endlich schön, mal was Neues zu erfahren. Was ist hier in der Kiste? Okay, wir haben einen Helm, wir haben noch einen goldenen Apfel. Oh, wir haben ein Eisenschwert, das ist natürlich... Runde Nachricht! Okay, wir ziehen erstmal den Helm an. Nicht vergessen, das ist wichtig. Oh, der gibt uns Nachtsicht. Das ist ja Premium. Nachricht. Wenn du hier angekommen bist, hast du hoffentlich bereits einen Splitter des Kristalls sichergestellt. Ja, habe ich. Versuche nicht allzu stark aufzufallen. Wir haben mächtigere Gegner, als du dir vorstellen kannst. Du. Warte, die Nachricht habe ich geschrieben? Ich meine, ich habe mich an nichts mehr erinnern können, sobald ich hier aufgewacht bin. Das heißt, das kann schon alles sein, aber... Ha. Huh. Das ist ja... Habe ich die erste Nachricht auch geschrieben? Was weiß mein Vergangenheits-Ich, was ich nicht weiß? Das ist alles sehr kryptisch. Ich glaube, ich mache mich mal wieder auf dem Weg ins Dorf. Wir sehen uns wahrscheinlich dann wieder dort. Ciao! Das ist alles sehr, sehr merkwürdig.
Aber zum Glück waren hier keine Gegner, das beruhigt mich ein bisschen. So, dann gehen wir nämlich hier wieder runter. Ich habe immer noch Angst, dass hier jemand ist, aber der Typ schien ja, also der Gelehrte schien ja relativ ruhig zu sein, von daher war der wahrscheinlich einfach nur auf einer Erkundungsmission und hat sich ein bisschen umgeschaut. So. Dann, wo ging es denn Richtung Dorf? Ich glaube einfach geradeaus weiter. Da war ja auch irgendwo diese Grube. Ich glaube, die können wir ganz gut als Anhaltspunkt nutzen. Wo war die denn? Ah, hier ist das Dorf schon. Ja, perfekt. Hier ist die Grube rechts. Das ist ja alles einwandfrei. Und dann können wir wieder zurück, können uns da vielleicht ein bisschen einrichten. Ich überlege, was ich als nächstes machen möchte. Ich meine, was hat es mit den schwarzen Rittern auf sich? Was muss ich... Also, wie finde ich die anderen Kristallsplitter? Ich meine, ich muss die wahrscheinlich finden, so wie es klang, oder? Was denkt ihr, was als nächstes passieren wird? Und müssen wir die anderen Splitter suchen? Ist das unsere Aufgabe hier? Warum habe ich mir die Nachrichten geschickt? Und was ist passiert, dass ich mein Gedächtnis verloren habe? Falls ihr irgendwelche Theorien habt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten war es das für diese Folge. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr neu hier seid, abonniert meinen Kanal und drückt die kleine Notifikationsglocke, damit ihr jedes Mal eine Nachricht kriegt, wenn ein neues Video von mir live geht. Es ist normalerweise jeden Tag 13 Uhr, aber könnte sich jetzt ein bisschen verschieben, weil ich eigentlich im Urlaub bin und ja, ich vielleicht den einen oder anderen Tag auslasse, je nachdem, wie gut ich jetzt noch vorproduziere. Naja, wie dem auch sei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao!